kann bisher mit der Leistung seines Bruders durchaus zufrieden sein. Michael Szewski muss auf Distanz bleiben, muss den Kampf auf seiner Führhand aufbauen. Siehst du das ähnlich, Kim? Ich sehe das genauso. Also er sollte aus der Distanz boxen und sollte vor allen Dingen abwarten. Er sollte warten bis in der zweiten Hälfte des Kampfes, wenn er seine körperlichen und konditionellen Vorteile ausspielen kann. Und Graziano voraussichtlich müde geworden ist und dann in den Fight gehen, aber nicht zu dieser Zeit. Also er nimmt sehr klare Treffer. Aufgrund dessen habe ich ihm auch die letzte, Runde gegeben. Obwohl Darius mehr arbeitet. Aber das ist ja im Profiboxen das Entscheidende, die Treffer. Wird immer wieder von den Betreuern zugerufen, dem Darius Michalczewski links, links. Das heißt einerseits natürlich die linke Führhand bringen, andererseits sich auch, wir hatten es schon erwähnt, Kim, nach links bewegen. Weg von der gefährlichen linken Schlaghand Rocky Giannis, die immer wieder kommt. Ja, er läuft also zwischendurch in den Konter rein. Das heißt also, dass er sich eben nicht nach links bewegt, sondern nach rechts oder stehen bleibt und dann natürlich die Schlaghand von Graziano nimmt. Exakt. Wie jetzt zum Beispiel. Er hat ihn zwar nicht klar genommen, aber er steht zu viel. Break, step back, step back. Lässt sich immer wieder in den Infight ein. Nach innen fallen Darius Michalczewski fängt gut an. Zwei linke Jabs hintereinander und dann steht er wieder am Mann. Und im Infight, bin ich fest überzeugt, ist Graziano Rocchigiani der bessere Mann. Da haben wir es wieder im Konter. Probleme für Michalczewski. Da hat er Glück gehabt, dass diese Runde zu Ende war. Wieder ganz eindeutig eine Runde für Graziano Rocchigiani. Da gibt es, glaube ich, überhaupt keinen Zweifel. Kim Weber hat sie auch mit 10-9 für den Berliner gegeben. Wo man mal sagen muss, sie sind nicht so deutlich. Also Darius ist schon derjenige, der mehr arbeitet. Aber zurzeit setzt Graziano halt eben wirklich die klareren Treffer. Und das ist das, was im Profiboxen das Entscheidende letztendlich ist. In dem Fall gehen die Runden knapp, meiner Meinung nach, an Graziano. You're winning the fight. Da sagt ihr gerade Emmanuel Stewart, you're winning the fight. Du gewinnst den Kampf. Da haben wir Ralph Sito, den ich vorher angesprochen hatte. Der Spezialist für Cut-Verletzungen. Wird vor allem mit Druck gearbeitet. Und mit einer erlaubten Adrenalinlösung. In der Mischung 1:1000. Blutstillendes Mittel also. Aber die Cut-Verletzung, soweit man das von hier aus sehen konnte, nicht so schlimm, dass hier mit einem Abbruch gerechnet werden muss. Man sieht ja also sehr schön, dass Graziano wirklich abwartet, bis Darius einen Schlag abgefeuert hat sozusagen und dann selber seinen Konter sofort anbringt. Sofort, wie jetzt gerade wieder. Exakt. Dafür ist er auch bekannt, Graziano Rocchigiani, ein sehr, sehr guter, cleverer Konterboxer. Das zeichnete ihn schon in all den 13 Profijahren, die er nun bestritten hat, aus. Sein Problem, Kim, ist allerdings, dass er nicht unbedingt der härteste Puncher ist, also nicht gerade die absolute Schlagkraft hat, über die absolute Schlagkraft verfügt. Und sonst hätte Darius Michalczewski schon wesentlich größere Probleme gehabt. Ja, schon. Auf der anderen Seite ist es halt eben so, er war schon immer ein Zermürber. Das heißt, er hat über viele Runden hinweg versucht, seine Leute langsam und sicher, seine Gegner langsam und sicher zu zerstören und sie dann irgendwann wirklich halt eben so weit gehabt, dass es diesen technischen K.O. gab. Zumindest im Gegensatz zu seinem letzten Kampf, was er verbessert hat, ist,
dass die Schläge mehr aus der Schulter kommen, nicht mehr nur aus dem Arm. Das hattest du ja auch schon kritisiert. Das heißt also, mehr Schlagkraft, mehr Druck hinter diesen Schlägen steckt. Vor allen Dingen arbeitet er wesentlich aktiver. Also Graziano hat man lange nicht mehr so gut gesehen, finde ich. Das ist richtig. Große Probleme für Michalczewski. Boxt äußerst unklug. Kim, du hattest es angesprochen. Wir können es eigentlich immer nur wieder sagen. Warum arbeitet er nicht auf die Distanz mit der Führhand? Kassiert immer wieder diese Uppercuts auf der rechten Seite von Graziano Rocchigiani. Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also er sollte sehen, dass er seine Führhand zum Arbeiten nimmt und dann auch zur linken Seite rausgeht. Sich also gar nicht erst diesen Kontern aussetzt. Aber es ist nun mal auch so, dass Darius halt eben... Wieder schwere Linke auf der Innenbahn. Das große Problem bei Michalczewski, was immer wieder in Kämpfen zu sehen war, die rechte Hand absolut nicht am Kinn, hängt irgendwo in Bauchnabelhöhe und immer wieder die Lücke natürlich für Graziano Rocchigiani. Und auch wieder ganz klar die Rundenwertung von Kim Weber, 10:9 für den Herausforderer Graziano Rocchigiani. Again, Darius, again. Darius, you've got to keep a distance. When you're inside, either you punch first or push him. But don't stay there, don't lay down. Huh? You must push him away. Schwere Linke von Graziano Rocchigiani. Vorbereitung mit der rechten Führhand, knallhart die Linke auf der Außenecke. Sofort allerdings hier in diesem Falle der Konter von Darius Michalczewski. Again, come on. Again, Darius. Tim, was Darius für mich auch viel zu wenig bringt, ist seine Rechte. Gegen einen Rechtsausleger, das ist eine alte Boxweisheit, muss man die Rechte bringen. Am Anfang hat er es versucht, aber je mehr Schläge er sich einfing, desto mehr hat er diese Arbeit mit der Rechten eingestellt. Das ist auch klar und die kam am Anfang auch nicht sehr gerade. Das heißt, sie kam mehr über die Außenbahn. Das ist also schon richtig, dass er versucht, mit dem Jab zu arbeiten. Das sieht man hier auch. Er sollte nur halt eben auch sehen, dass er sich dem Konter nicht aussetzt. Das heißt, auf Distanz bleiben und gleichzeitig nach links raus. Wieder schwere Linke. Rechts-Links-Kombination abgeschlossen mit diesem linken Haken. Vorbildlich, Sidestep, dann sofort geschlagen vom Berliner. Arbeitet viel mit Sidesteps. Graziano Rocchigiani, wesentlich beweglicher, Kim Weber hat es angesprochen, als zum Beispiel noch in seinem letzten Kampf gegen den Italiener Pellizzaro. Also man sieht ganz deutlich, dass die Arbeit in Amerika was gebracht hat. Er ist explosiver, er arbeitet wirklich sehr konzentriert und setzt sofort nach. Sobald er eine Chance sieht, in den Angriff des Gegners einzuarbeiten, tut er das auch. Wieder ganz offen, wie ein Scheunentor, wie man so schön sagt, die Deckung von Darius Michalczewski. Man merkt förmlich, wie Graziano versucht, den Gegner zu ziehen, zum Schlag zu verleiten und dann sofort zu kontern. Und was man auch sehr schön sieht, ist halt eben unheimlich schwer, gegen einen Mann zu arbeiten, der solch eine Doppeldeckung hat. Da klare Treffer anzubringen, gerade zum Kopf, ist unheimlich schwer. Aber vielleicht sollte Darius auch mal variieren, versuchen mal mehr zum Körper zu gehen, versuchen die Deckung, diese Doppeldeckung nach unten zu ziehen. Ja, er sollte vor allen Dingen versuchen, nicht in der Mitte des Gegners zu stehen. Also das heißt also wirklich nach links raus oder wie jetzt auch nach rechts mal, aber auf jeden Fall nicht ein konkretes Ziel zu bieten nach seiner eigenen Aktion.
Selbst was die Fürhandarbeit betrifft, muss man sagen, dass Graziano Rocchigiani in diesem Fight, und das überrascht absolut, die wesentlich bessere, genau getimtere Fürhand schlägt. Und das ja, ist ja in diesem Fall ganz, ganz interessant, weil die Fürhandarbeit ja auf derselben Seite in diesem Fall abläuft, weil hier ja Rechts- und Normalausleger aufeinandertreffen. Obwohl man sagen muss, dass sie viel zu selten kommt. Also das ist richtig. Aber Darius, wie man es bei ihm oft gesehen hat, in vielen Kämpfen übereilt, hektisch und damit natürlich auch unpräzise. Ganz klar, auch hier die Wertung von Kim Weber, 10-9 für Graziano Rocchigiani. Hier haben wir eine Zeitlupenwiederholung. Genau das, was wir immer wieder gesagt haben. Die Deckung auf in der Mitte, kein Problem hier zu treffen. Vorbereitung auch in dieser Szene mit der rechten Führhand von Graziano Rocchigiani und dann die linke. Ja, Kim, hier haben wir deine Punktwertung.